beim Orbitalschweißen haben wir die Situation, dass wir einen geschlossenen Kopf haben. Der geschlossene Kopf ist mit einem Rotor bestückt. Der Rotor fährt immer gleichmäßig ums Rohr. Das bedeutet, wir haben am Ende des Tages verschiedene Rohrabmessungen und dadurch müssen wir immer verschiedene Längen von Elektroden herstellen. Es gibt hier eine Tabelle, die die Köpfe aufzeigt zum einen. Das heißt also, wir haben hier unsere Schweißköpfe, wir haben hier unsere Rohrabmessungen und daraus ergibt sich die Länge der Elektrode. Jetzt haben wir einen OW115 und ein Rohr mit einer Dimension 70 mm. Das heißt, wir brauchen eine Elektrode mit 50,6 mm. Die stellen wir selber her, indem wir hier mit dem Elektrodenschleifgerät hergehen und die voreingestellte Winkelzahl von 30 Grad herstellen. Das heißt im Detail, wir haben jetzt 30 Grad Anschliffwinkel. Jetzt nehmen wir die Länge der Elektrode, an der Schieblehre eingestellt, 50,6. Markieren das Ganze, geben das Ganze jetzt ins Elektrodenschleifgerät ein. Das heißt, wir haben die Elektrode jetzt abgetrennt in der Länge, angeschliffen. Sie hat hinten noch einen Grat, wir entgraten das Ganze jetzt. Und haben jetzt die Elektrode in exakt der richtigen Länge in Verbindung mit dem Schleifgerät. Das heißt, der Kunde kauft eine Elektrode vom Hersteller der Elektroden, kann sich mehrere Elektroden selber fertigen. Im Gegenzug kauft er welche, die von Fremdanbietern eben gefertigt werden und von der Qualität oftmals auch nicht das erfüllen, was wir benötigen beim Orbitalschweißen. Das ist die sichere Variante, weil er genau sieht, wer sein Elektrodenlieferant ist. Jetzt haben wir die Elektrode zugeschliffen auf Länge. Die Länge ergibt sich aus der Kopfgröße und dem Rohrdurchmesser. Die Elektrode wird hier eingelegt, mit einer Fühlerlehre auf den exakten Abstand eingestellt, wird die Elektrode, die Wolfram-Elektrode, fixiert. Und jetzt bringen wir den Schweißkopf in die Startposition. Wir starten grundsätzlich auf 9 Uhr. Wenn wir den Schweißprozess dann starten, jetzt testen wir ihn nur, läuft die Elektrode einmal 370 Grad rum plus Überschweißen und die Schweißnaht wird somit erstellt. Hier einmal im Demo-Modus. Jetzt haben wir den Kopf von TMW-Tech eingestellt. Wir formieren jetzt von innen. Jetzt starten wir hier den Schweißprozess. Es beginnt jetzt die Gasvorströmzeit, das heißt, es wird Schutzgas in den Kopf gespült, dadurch wird der Sauerstoff verdrängt und wir zünden die Elektrode. Die Maschine bleibt jetzt auf einem Punkt stehen, der Rotor, und jetzt setzt er sich in Bewegung und vollzieht die Schweißnaht.